Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, mein letzter Tag, voller Tag in dieser Wohnung. Mein letzter Homeoffice-Tag in dieser Wohnung. Genau, ich bin jetzt schon seit heute Morgen am Arbeiten. Muss jetzt aber kurz nach Bonn düsen, da meine Daten vom alten Computer auf meinen neuen Computer transferiert werden müssen. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg, wollte nur mal den Vlog starten. Und heute Abend muss ich dann meine ganzen gefrorenen Sachen noch zu meinen Eltern bringen aus dem Gefrierschrank. Die Kühlschranksachen kann ich zum Glück einfach vor die Tür stellen, weil es kalt genug ist. Und genau, dann muss nämlich der Kühlschrank abgetaut werden für morgen, dass er also warm ist und leer. Genau, das ist der Plan. Da muss ich heute Abend noch was bei IKEA abholen. Da habe ich Click and Collect bestellt. Kostet 10 Euro. Das finde ich auch ein bisschen komisch, also in normalen Bauhäusern oder Märkten kann man das halt bestellen und abholen, kostenlos. Und bei IKEA kostet es halt 10 Euro. Die sollen froh sein, dass sie überhaupt irgendwie Umsätze machen können, wenn alles zu hat. Also das ist so meine Meinung, aber gut. Musste trotzdem bestellen, habe die 10 Euro natürlich bezahlt, hatte ja den Gutschein von meiner Arbeit. Ich habe mir einen kleinen Schreibtisch bestellt für meinen neuen Homeoffice im Wohnzimmer. Für meinen neuen Homeoffice-Platz werde ich wahrscheinlich noch mindestens 6 Monate im Homeoffice bleiben. Dann habe ich mir noch ein Regal bestellt, eine Duschstange. Körbe waren leider ausverkauft, die ich wollte für mein Kallax-Regal. Ja, und meine Freundin hat sich auch noch dasselbe Regal gekauft. Ist ganz praktisch, ist so 2 Meter lang, aber dünn und das passt bei mir ganz gut in mein neues Ankleidezimmer in die Ecke. Und ich müsste eigentlich auch mal zum Optiker, weil meine Brille ein bisschen rutscht. Ich kann die nicht zu eng anliegen lassen, dass sie gar nicht rutscht, weil sonst drückt es auf meine Ohren. Aber ein bisschen müsste sie wieder gefixt werden. Ja, so viel dazu. Ich fahre jetzt nach Bonn und ich muss euch auch noch den Schmuck von Purelay zeigen, den ich bekomme. Das ist jetzt schon mal ein Teil. Das ist die neue Vintage-Kollektion mit einer kleinen Biene drauf. Und da werden auch 15%, glaube ich, zugunsten der Bienen gespendet, zum Erhalt der Bienen. Und genau, die Kollektion gibt es in Gold, Roségold und Silber. Das Set habe ich mir jetzt komplett gekauft in Gold und dann habe ich mir noch die Kette in Roségold bestellt. Von meinem Geburtstagsgutschein, das habe ich euch ja erzählt, aber die Sachen habe ich euch noch nicht gezeigt. Und dann habe ich mich beim Mahina Club, heißt der glaube ich, angemeldet. Die Sachen kamen auch schon letzte Woche an meine neue Adresse, aber wurden zur Post geliefert. Das heißt, ich muss auch noch heute das Paket abholen bei der neuen Post in meinem neuen Zuhause. Ja, also ich habe da letzte Woche leider keine Zeit für gefunden. Aber ich düse jetzt los. Wie ihr sehen könnt, filme ich das erste Mal aus meinem Bett. Ja, ich bin nämlich heute wirklich fertig mit der Welt. Also heute hätte ich am liebsten gegen die Wand geschlagen. Ich war so wütend. Mir kamen sogar schon die Tränen vor Wut. Kennt ihr das? Also es war alles irgendwie heute sehr, sehr viel auf einmal. Und ich wurde immer wütender und weil es so stressig war und alles von der Arbeit her, aber auch von der Wohnung hier. Dann musste ich zu IKEA meine Sachen abholen. Dann musste ich noch in die neue Wohnung. Oh, dann musste ich zu meinen Eltern das Gefrorene dahin bringen, weil ich den Kühlschrank hier abtauen musste. Also heute war wirklich, war ich wirklich am Limit, was meine Nerven anging. Ja, jetzt geht's wieder, mein Rücken, also ich meckere jetzt, aber ja, ich könnte wirklich eine Massage gebrauchen, aber die haben ja geschlossen. Weil mein Rücken macht's langsam auch nicht mehr mit. Ich hatte ja schon mal einen leichten Bandscheibenvorfall und ja. So ein Umzug ist echt nicht einfach und ich kann das jetzt mal zeigen. Da stehen noch Pullover, die konnte ich nirgendwo reinpacken. Da hinten steht auch noch was auf der Fensterbank. Das komme ich dann irgendwann mal die Tage abholen, wenn ich nochmal herkomme. So, jetzt, finde schon keine Worte mehr. Also, ich verabschiede mich jetzt für heute. Also nicht von dem Vlog, sondern einfach hier aus meiner alten Wohnung. Die letzte Nacht hier in der alten Wohnung. Und morgen übernachte ich dann schon in der neuen, natürlich im gleichen Bett, aber ja, bin mal gespannt, was ich träumen werde. Im neuen Bett, in der neuen Wohnung. Aber ich bin wirklich froh, wenn morgen der Tag vorbei ist und dann ist erstmal
Klar, es ist jetzt nicht super entspannt dann, aber so der Druck, ein Datum und so, dann ist das weg und dann kann ich halt wirklich langsam alles auspacken und ja, also so peu à peu. Muss mich da jetzt nicht stressen, so wie jetzt, dass hier ein Datum ist und bis dahin muss das alles gepackt sein, leer sein. Oh, es ist einfach. Heute musste ich noch meine zwei letzten HelloFresh-Gerichte kochen. Die habe ich jetzt in Dosen gepackt, damit ich was für die nächsten Tage zum Essen habe. In der Mikrowelle einfach warm machen. Ja, weil ich da ja keine Küche habe und ich wollte die Sachen, also die waren jetzt fast, also 5 Tage bei mir im Kühlschrank und irgendwann muss man das Gemüse halt verbrauchen, sonst wird es schlecht. Und deswegen musste ich es heute alles kochen. Ja, das kam ja auch noch dazu. Also zwei Gerichte gekocht und ach, ja, das andere habe ich ja schon aufgezählt. Also alles nicht so einfach. Die Sachen von meinem Kühlschrank stehen jetzt vor der Tür in meiner Paketkiste. Also da, wo meine, die Postboten meine Pakete abgelegt haben, da ist jetzt mein Kühlschrankinnere. Ja, aber es ist zum Glück sehr Winter. Im Sommer wäre es ein bisschen problematischer gewesen. Naja, auf jeden Fall gute Nacht und ich werde wahrscheinlich die Kamera irgendwann morgen einschalten. Ich werde auch ungeschminkt sein, also irgendwie ungeschminkt. Also im letzten Vlog war ich auch schon öfter ungeschminkt. Naja, so ist das, ne? Ich melde mich jetzt auch mal aus der neuen Wohnung. Heute ist Freitag. Ihr seht, ich sehe katastrophal aus. Ich habe mich seit gefühlt einer Woche nicht mehr geschminkt. Und mein Herpes ist mal wieder zurückgekommen. Danke für nichts, Körper. Aber ja, ich bin auch echt am Limit, am Strauchen. Also wie gesagt, heute ist Freitag. Der Umzug war am Dienstag. Und der Umzug ging den ganzen Tag. Gleich ein Call von der Arbeit. Genau, der Umzug ging den ganzen Tag bis 6:30 abends. Und dabei war dann noch ein, zwei Schränke nicht aufgebaut worden vom Umzugsunternehmen. Der eine musste dann am Mittwoch früh nochmal kommen und meinen Schrank fertig aufbauen. Deswegen sah es hier aus am Dienstagabend. Ihr seht hinter mir, da ist so eine Kartonecke hinter der Blume. Ich mache später euch noch einen Rundgang. Auf jeden Fall, diese Kartonecke war bis heute früh noch fast bis oben unter die Decke, weil ich so viele Kartons hatte und die Wohnung halt so klein ist im Vergleich zu der anderen, dass wir nicht wussten, wo wir die Kartons stapeln sollen. Deswegen war meine Couch voller Taschen am Dienstag. Man hat die Couch nicht mehr gesehen. Also es war eine Katastrophe. Ich hatte auch keine Lust, meine Kamera in die Hand zu nehmen. Ich bin auch seit Tagen relativ inaktiv bei Instagram. Das Video wird auch nicht an dem, jetzt, also eine Woche werde ich pausieren bei YouTube, was Videos angeht, weil ich komme einfach nicht hinterher. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe heute Morgen ein bisschen Kartons sortiert. Ich fange langsam an einzuräumen, aber es war wirklich eine Katastrophe. Ich mache euch gleich einen Rundgang nach den Calls, die ich jetzt habe. Genau, in 5 Minuten. Oh, also, genau. Und dann kommt es ja dazu, wegen meinem neuen Job bin ich sehr, sehr beschäftigt. Gestern war ich gefühlt den ganzen Tag in Telefonaten drin und hatte vielleicht eine Stunde, eineinhalb insgesamt vom Tag, wo ich nicht telefoniert habe und wo ich mir dann was zu essen gemacht habe. Und ich musste nachmittags wirklich ein Nickerchen machen, weil mir ging es so schlecht. Also, ich habe echt vergessen, wie anstrengend Umzüge sein können. Und ich muss definitiv, also ich werde wirklich ausmisten. Ich werde bei Instagram einen Sale machen. Ich werde Sachen wegschmeißen. Ich werde Sachen verschenken. Weil das geht nicht. Das ist wirklich, das ist krass. Also bei 150 Quadratmetern hat man gesagt, ach ja, ich habe schon viel Kram, aber es hat sich so schön verteilt. Und jetzt auf 83 Quadrat, 63 wäre noch schlimmer. 83 Quadratmetern wird einem bewusst, die Dimensionen sind ganz andere. Ne? Meine Couch wirkt jetzt viel größer hier in dem kleineren Wohnzimmer. Meine Schränke wirken auf einmal so massiv. In meinem Ankleidezimmer sah das nie so viel aus. Aber ja, wie gesagt, ich mache euch gleich eine Tour. So ein bisschen heller wird, weil ich habe ja auch noch kein Licht. Da kommt heute der Steve mir die Lampen anbringen. Steve und Judy muss ich jetzt mal hier erwähnen.
Ich bin denen so dankbar. Ohne die wäre ich wirklich aufgeschmissen gewesen letztes Wochenende. Die haben mir wirklich so viel geholfen. Und also auf Freunde ist wirklich Verlass. Und also ich weiß gar nicht, ich muss mich irgendwie bei denen irgendwann revanchieren. Wie, weiß ich noch nicht. Aber das kommt noch auf jeden Fall. Weil ich bin ihnen wirklich sehr, sehr dankbar für das, was die jetzt in den letzten Tagen für mich machen. Wie gesagt, Steve kommt heute, mir Lampen anbringen. Achso, ich habe noch vergessen zu erwähnen. Ich hatte 60 Umzugskartons angemeldet beim Umzugsunternehmen. Und mit meinen ganzen Plastikkisten und etc., die ich so hatte, waren es mehr. Und deswegen konnten sie auch nicht alles mitnehmen. Das heißt, es stehen noch ein paar Kartons in der alten Wohnung. Ich bin jetzt schon 2 Tage abends nach der Arbeit immer am Hin- und Herfahren. Gestern mit meiner besten Freundin, vorgestern alleine, um die restlichen Sachen, die da noch sind, abzuholen. Das kommt noch da erschwerend dazu. Also vorgestern habe ich meinen Fernseher geholt, Computer, also meinen zweiten Fernseher, den großen haben sie zum Glück mitnehmen können. Aber den kleineren Fernseher, Computer, Soundbar, Teppiche liegen da noch, Gardinenstangen, ich glaube um die 20 Kartons standen noch da. Also es geht drunter und drüber und ja. Deswegen war es sehr still. Deswegen hatte ich auch keine Lust, die Kamera irgendwie in die Hand zu nehmen. Es ist einfach ein Umzug mit so viel Zeug ist einfach anstrengend. Ja, dafür habe ich jetzt ich möchte ja mein Wohnzimmer in Urban Jungle einrichten. Und wie man sehen kann, habe ich schon Urban Jungle. Aber die bleiben natürlich da alle nicht stehen, die Blumen. Aber irgendwo müssen sie jetzt irgendwo stehen. Und ich bin die ganze Zeit am Schieben und hin und her rollen. Ja, aber jetzt muss ich in den Call und ich zeige euch später, wie es gerade hier so aussieht. Ich bin echt froh, wie es dann am Ende aussieht. Ich bin gespannt. Ihr erinnert euch bestimmt an das schöne leere Zimmer in meinem letzten Video. Jetzt ist es nicht mehr schön leer. Also, da. Meine Kommode, da soll auch irgendwo mein Esstisch irgendwann stehen. Also er steht da schon, aber begraben mit Taschen und Kartons. Ihr seht, Kartons, die waren heute Morgen noch höher gestapelt, so bis zur Pflanze. Ich musste mir aber den Weg ja reinarbeiten, weil ich unbedingt die Pflanzen da gießen musste. Ja, die habe ich da schon mal hingehangen. Sieht schon mal sehr schön aus hier. Ansonsten, ja, seht ihr das Chaos, mein Dschungel. Ja, und meine Couch war auch noch begraben mit Taschen vor am Dienstag, als ich hier eingezogen bin. Aber jetzt sieht man wenigstens schon meine Couch. Da sind jetzt so Umzugskartons, da sind so Sommerschuhe drin und Sommerklamotten. Die können da auch erstmal stehen bleiben. Die haben jetzt keine Priorität. Ja, das Styropor muss ich heute zu IKEA wegbringen. Das ist alles vom Fernsehkarton gewesen, weil ich hatte den Fernseher neu gekauft. Und genau, und da habe ich den Karton behalten, um dann beim Umzug, dass sie den Karton benutzen können, weil der größer ist als die Normkartons von den Umzugsunternehmen. Und ja, da ist das Styropor jetzt übrig geblieben, das muss ich gleich noch zu IKEA bringen. Mein kleiner Arbeitsplatz hier im Homeoffice, den Schreibtisch habe ich mir jetzt bei IKEA geholt am Montag, um halt einen Homeoffice-Platz zu haben. Genau so sieht das aus. Ja, Lampen werden heute angebracht. Mein Balkon ist relativ leer, aber da kann man ja nicht so viel stapeln. Ja, also mein Esstisch wird noch lange begraben sein von Dings, von Taschen und so. Ja, da ist meine Mikrowelle vorübergehend als Dekoration. Super schön. Kommen wir in den Flurbereich. Hier sieht es auch nicht besser aus. Die Tasche ist leer, die muss ich gleich mitnehmen. Ansonsten steht hier überall noch was rum. Müll. Meine Zitronenpflanze, die ja im Winter überwintern muss in der Wohnung, weil sonst erfrieren würde. Ja, wo ich sie endgültig hinstellen werde, weiß ich noch nicht. Zurzeit rollt sie so hin und her. Da ist noch eine ganze Kabellage. Also, ja, mein vorübergehender Küchenschrank. Hier habe ich jetzt so Besteck drin und da sind Teller drin. Ja, weil ich hier keine richtige Küche habe. Ich habe noch hier diesen Tisch, wo mein Thermomix steht, mein Wasserkocher, meine Kaffeemaschine und mein Heißluftgerät. Ansonsten, ja, ist die Küche eher noch Abstellkammer. Außer mein Kühlschrank, der steht hier schon mal. Aber das Nötigste habe ich sozusagen. Schlafzimmer ist etwas besser. Hier habe ich gerade Kartons ausgeräumt, deswegen das Chaos.
Die Kartons sind auch leer. Hier sammle ich erstmal eine Deko, die ich so in den Kartons auspacke, weil ich noch nicht weiß, wo alles stehen wird. Ich muss jetzt mal sammeln, was ich alles habe, was ich im Endeffekt verkaufen möchte, was ich nicht mehr brauche. Den hier zum Beispiel, der ist ja von Primark und ich habe den Originalen von Shop Disney und wahrscheinlich werde ich den vom Primark verkaufen, aber ich weiß es noch nicht. Genau, hier ist mein zweiter Fernseher, den ich gestern abgeholt habe. Meine Pflanzenwelt steht, also das bleibt auch alles nicht so stehen, ne? Das ist alles vorübergehend. Aber mein Bett ist da, das Bett bleibt auf jeden Fall stehen. Ja, mein Schrank ist noch relativ leer, ich habe ja noch nichts ausgeräumt. Das passiert alles in den nächsten Tagen. Da hinten stehen Bilder. Ich weiß auch noch nicht, wo ich alles Bilder hinhängen werde. Also ihr seht, die Schränke sind alle noch. Du, die komplett die leer. Genau. Das wird alles jetzt am Wochenende erledigt. Dann gehen wir weiter in mein neues Ankleidezimmer. Das sieht's. Also hier werde ich in Zukunft keine Videos mehr drehen können, weil sonst sitze ich in einem langen Schlauch. Ist natürlich ein meilenweiter Unterschied zu dem Zimmer, was ich vorher hatte. Also es wird kein Disney-Zimmer in dem Sinne mehr geben. Meine ganze Wohnung wird halt eine Disney-Wohnung. Ich werde wahrscheinlich die Videos dann in Zukunft im Wohnzimmer drehen, wenn es irgendwann ordentlich aussieht. Aber genau, das ist mein Ankleidezimmer. Die Dinge hatte ich mal in der Wohnung oben stehen. Das sind so Gerüste mit Schubladen unten. Will ich irgendwann mal durch was anderes ersetzen, aber durch was weiß ich noch nicht. Aber die finde ich echt hässlich. Genau, also hier ist so ein bisschen, hier ist noch ein Schrank, dann hier ist mein Kallax von oben, da will ich auch noch andere Körbchen haben. Hier ist auch noch ein Kallax, da steht schon ein Parfum drin. Hier ist mein Dekoregal, da habe ich schon die goldenen Bücher, ich habe jetzt schon 99 Stück. Ja, ich muss das Abo mal kündigen. Genau, hier, also hier sammle ich auch noch Deko und natürlich noch Taschen voll. Also es wird, hier habe ich schon mal meine Handtaschen eingesortiert, so angefangen. Also es wird peu à peu, aber es dauert noch. Gehen wir mal weiter. Die Abstellkammer, da steht schon das Schwerlastregal drin. Ich vollgepackt. Es wird auch nicht alles da drin bleiben, wo es jetzt steht, aber vorübergehend, dass ich was auspacken konnte. Ja, hier so Staubsauger und so weiter und so fort. Gästetoilette steht grad, ist gerade zugestellt, weil ich den Altkarton, die Altpapier auch noch zu IKEA mitnehmen muss heute mit dem Styropor, damit das alles wegkommt. Ja, und so sieht mein Bad zurzeit aus. Die Duschvorhänge haben wir schon mal aufgehangen. Hier steht mein Schränkchen und mein anderes Schränkchen. Also ja, hier muss auch noch irgendwann Ordnung reinkommen. Hier ist ein leerer Karton, so ein Verpackungsmaterial drin. Waschmaschine. Ich hätte auch gerne was über der Waschmaschine, irgendwie so eine Tischdecke, weil ich finde das richtig hässlich. Wenn die hier so steht, die kann man ja auch als Deko oder Ablagefläche nutzen, aber so finde ich es richtig hässlich. Und was ich mir noch bestellt habe bei Amazon, ist so ein Rollwagen, der hat nur 13, ist nur 13 cm breit. Und den werde ich dann da reinschieben, weil das finde ich auch hässlich. Da muss mein ganzes Waschmittel rein und so. Dann schiebe ich die Waschmaschine ein bisschen weiter nach links, da ist noch Platz. Dann kommt da so ein Rollwagen rein, ja, damit das ein bisschen verpackt ist, schöner ist. Ja. Also, die Lampe müssen wir heute auch noch aufhängen. Es hängt noch die von dem Vormieter dran. Ja, also ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich werde wahrscheinlich noch sehr, sehr lange damit beschäftigt sein. Aber jeden Tag wird es besser. Wenn ihr hier am Dienstag reingekommen wärt, dann, also da hättet ihr nur Kartons und Tüten und Chaos gesehen. Also. Jetzt ist es schon etwas besser. Hallo von der weiterhin ungeschminkt Front. Also durch Homeoffice und dann jetzt auch noch hier durch das ganze Chaos und dass ich sowieso nirgendwo hingehe, schminke ich mich einfach nicht. Also, ja, keine Ahnung. Wenn ich mich dann schminke, denke ich, boah, sieht richtig gut aus. Aber irgendwie habe ich, ist das für mich nicht so relevant zurzeit. Naja, auf jeden Fall ist heute Montag. Eine neue Homeoffice-Woche hat gestartet. Ansonsten habe ich gestern noch meine Versandbestätigung von meiner Küche bekommen. Die habe ich ja bei Lidl bestellt.
Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Panik, weil die wird von der Spedition geliefert. Also die Spedition muss mir noch Bescheid sagen, wann. Und die wird nur zur Bordsteinkante geliefert. Also laut Lidl. Mal gucken. Ich frage dann nochmal den Spediteur, ob sie es nicht für, keine Ahnung, bisschen Trinkgeld mir in die Wohnung tragen könnten, ne? Aber ich glaube, dass schon irgendwas wegen Corona geht das nicht. Auf jeden Fall habe ich dafür extra eine Sackkarre gekauft für den Moment. Weil, wenn es wirklich Bordsteinkanne geliefert wird, wird es draußen auf die Straße gestellt. Ja, und dann stehe ich da mit meiner kompletten Küche inklusive Elektrogeräte. Ja, und muss es reintragen. Ich versuche dann, wenn ich weiß, wann ihr kommt, noch ein paar Freunde zu fragen. Also ein paar, ein Freund, vielleicht meine Freundin. Ich guck mal, es ist ja wegen Corona nicht so erlaubt, ne, wie so viele Leute. Also eine männliche Unterstützung wäre schon gut, ansonsten eine weibliche geht auch. Also meine Freundin kann auch anpacken. Weil, ja, aber ne, die Sackkarre wird schon helfen, weil es sind so 5 Stufen im Hausflur, die ich hochlaufen muss. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss auf jeden Fall dann meinen Flur noch. Also es sieht mittlerweile echt gut aus, wenn man das so sagen kann. Aber ich muss den Flur dann trotzdem leer räumen, damit die ganzen Schränke und Elektrogeräte da reinpassen. Gut, die Küche ist jetzt nicht groß, die ist 2,5 Meter mal 1,70. Also es ist eine süße Küche. Ich habe euch ja letztens meine Küche gezeigt, wie sie zurzeit aussieht. Ja, also es hält sich in Grenzen, aber trotzdem müssen ja irgendwo die Kartons und die Sachen hin. Ja, ansonsten fahre ich heute mal wieder Plasma spenden, heute Abend. Ich muss mal raus und ich war jetzt 3 Monate knapp nicht, weil ich geimpft wurde gegen Hepatitis A und B und C, weiß ich jetzt gar nicht, welche Buchstaben, und gegen Masern, Röteln und so, ne, wurde ich geimpft und deswegen musste ich so lange pausieren. Da darf man nämlich kein Plasma spenden gehen. Ja, aber jetzt darf ich wieder und ich freue mich da heute Abend hinzufahren. Das ist immer ein bisschen entspannt immer und ja, hör dann mir die neue Podcast-Folge an von Sei hier Gast von Shari und Paris Neeland. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Podcast, kann ich nur empfehlen. Macht Spaß, den beiden zuzuhören. Unbezahlte Werbung jetzt natürlich hier alles, ne? Also ist alles meine Meinung. Und ja, ich finde den Podcast ganz toll. Die ersten 2 Folgen haben mir richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Und den werde ich mir dann beim Plasmaspenden anhören. Ja, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Ja, ich habe einige Sachen bei eBay Kleinanzeigen eingestellt und bei eBay und bei Vinted. Falls ihr Interesse habt an irgendwas, an Vinted oder so, kann ich euch dann gerne auch den Namen in die Kommentare schreiben, wenn ihr kommentiert, dass ihr das wollt unbedingt. Ich werde auch am Wochenende oder also fast jedes Wochenende zurzeit werde ich einen Insta-Sale machen, wo ich meine ganzen Sachen, die ich aussortiert habe, einstellen werde. Also ich bin wirklich fleißig, was Aussortieren angeht zurzeit. Habe super viel aussortiert, schon bei Vinted hochgeladen, die ganzen Disney-Sachen stelle ich bei Insta hoch. Ja, damit hier Platz in die Bude kommt. Ansonsten habe ich ich habe Kleiderbügel, die ich aussortiert habe, einfach bei eBay Kleinanzeigen für gratis eingestellt. Das ist vielleicht jemand kann es vielleicht gebrauchen, ne? Bevor ich es wegschmeiße und das im Prinzip irgendwo hintragen muss, in den Müll oder auf die Mülldeponie, habe ich gesagt, okay, ich stelle es erstmal bei eBay Kleinanzeigen ein und vielleicht kann es ja wirklich jemand gebrauchen. Ja, und heute kam eine Dame für ihre Tochter, die ist umgezogen, kann sie gut gebrauchen zum Sortieren. Und hat mir noch 2 Berliner als Dankeschön mitgebracht. Also das finde ich super, ne super. Ich habe mich so gefreut über die 2 Berliner, weil, ja, ich habe die halt, also das hätte ja nicht sein müssen. Die waren ja gratis, die Bügel, ne? Ich wollte einfach loswerden und Platz haben hier in der Wohnung. Und da hat sie mir 2 Berliner mitgebracht. Fand ich ganz süß. Genau. Jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Und mein Akku von der Kamera ist gleich wieder leer. Gleicher Ort, anderer Tag. Und geschminkt. Ich war nämlich heute in meine alte Wohnung und filme euch die Roomtour, die ich versprochen habe. Aber vorher muss ich natürlich noch arbeiten und wollte euch noch was zeigen. Und zwar weiß ich gar nicht, ob ich es euch gezeigt habe, sonst zeige ich es euch nochmal. Aber ich glaube, ich habe keine Zeit dafür gehabt. Ich habe ein Paket von der lieben Letizia bekommen zum Geburtstag und habe es gerade schon bei Instagram in meiner Story gezeigt und möchte es natürlich auch
hier zeigen. Und zwar habe ich mich super über ihr Paket gefreut. Einmal Gesichtsmasken, kann man immer gebrauchen, man wird ja nicht jünger. Dann das Rapunzel-Ornament. Also, ich habe es sehr bereut, dass ich das Rapunzel-Ornament nicht bestellt habe. Und ja, freue mich wirklich sehr darüber, dass sie es mir jetzt geschenkt hat. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Habe ich es jetzt schon mal gefilmt? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müsst ihr dann kurz mal drüber skippen. Und dann dieses Set von Baby Yoda mit Tee, Block, Stift etc. pp. Hier hinten sieht man es auch. Genau. Und ganz vielen Teesorten. Ich liebe ja Tee und probiere gerne Tees aus. Freue mich sehr, es auszupacken. Meine Küche kommt ja bald und dann kann ich alles schön einräumen. Also vielen, vielen Dank nochmal an Letizia. Du bist ein Schatz. Ich habe mich riesig über das Geschenk gefreut, über das Ornament. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, weil ich wirklich sehr traurig war, als ich das Ornament damals nicht bestellt habe und es bei so vielen gesehen habe in der Story und auf Bildern. Und dann dachte ich, boah, das ist doch schon sehr schön. Und dann habe ich noch mein, ich habe mich bei Pure Lay bei dem Mahina Club angemeldet. Das ist sozusagen eine Clubmitgliedschaft. Da zahlt man 29 Euro im Monat und bekommt monatlich ein Schmuckset, meistens aus Kette und Ohrringen. Die sind meistens auch noch nicht online verfügbar zum Kaufen. Das heißt, man bekommt sozusagen eine Sneak Peek aus Sachen, die es noch nicht gibt. Und man kann aus drei verschiedenen Farben auswählen: Silber, Gold und Roségold. Ich habe mich im Januar für Silber entschieden. Aber man kann die Farben monatlich wechseln und man kann auch monatlich sagen, du, diesen Monat möchte ich nicht, kann ich finanziell nicht stemmen, etc. pp. Das könnt ihr euch dann natürlich entscheiden. Genau, ansonsten gibt es auch noch andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass man früher zum Sale, also beim Sale einkaufen kann oder früher eine neue Kollektion einkaufen kann. Genau, also es gibt einige Vorteile durch diesen Club und ja, wie gesagt, man bekommt monatlich für 29 Euro auch ein Schmuckset. Und im Januar, übrigens, kurze Geschichte dazu, das Paket kam schon gefühlt vor 3 Wochen an, dann lag es 5 Wochen nicht, 5 Tage bei der Post, weil ich keine Zeit, weil ich sie noch in der, weil schon zu der alten, nein, ich bin verwirrt, das ist zu früh. Ich hatte es schon zu der neuen Wohnung schicken lassen, weil es natürlich ein monatliches Abo ist. Dann dachte ich, okay, lässt es direkt hier hinschicken. Ich war dann natürlich noch nicht täglich hier. Dann wurde es zur Post geliefert und dann lag es da, glaube ich, 5 Tage, bis ich es abgeholt habe. Und jetzt lag es, glaube ich, noch schon eine Woche hier, weil ich keine Zeit hatte, irgendwie Story oder Dings zu machen. Genau, das kurz zur Geschichte. Das ist nämlich Januar und Januar ist auch schon fast vorbei. Aber ich freue mich schon auf den Februar. Genau, also das ist das Januar-Set. Es ist eine lange Kette mit 2 Perlen und die kann man dann so justieren von der Größe her. Und dazu gab es ein paar Perlenohrringe. Genau, finde ich ganz, ich finde es wirklich schön. Es ist sehr dezent mit den Perlen. Gefällt mir echt gut. Nächsten Monat habe ich nochmal Silber und dann wechsle ich wahrscheinlich nochmal die Farbe zu Roségold oder zu Gold. Genau, das ist das Aulani-Set. Aulani. Moment, ich zeige euch das. Da steht's. Aulani Set und hier sieht man es auch angezogen bei der Dame. Genau. Also es ist wirklich ein sehr schönes Set und ich bin gespannt auf Februar. Jetzt werde ich weiterarbeiten und dann sehen wir uns später in meiner alten Wohnung. Ja, wie versprochen, gibt es jetzt eine schnelle Roomtour hier in meiner alten Wohnung. Ich muss mich beeilen, weil gerade war die Putzfrau noch da, ein bisschen überzogen und ich muss gleich zurück zur Arbeit. Aber ich möchte es euch nicht vorenthalten und ich würde sagen, wir starten. Hier ist die Eingangstür und wir drehen uns um und das ist der Flur. Ihr seht, da ist noch Putzmittel und Staubsauger. Das muss ich alles am Samstag zur Wohnungsübergabe mitnehmen, weil mein Auto ist schon wieder proppenvoll. Also jedes Mal, wenn ich hier herkomme, ist mein Auto proppenvoll. Naja, also wenn man reinkommt, würde man links, kommt man in mein altes Schlafzimmer. Da steht mein Bett und mein großer Schrank und so, ja. Und dann hier gegenüber war mal ein Disney-Zimmer. Ja, da hingen meine ganzen Ohren, da hingen sie. Ja, das war mein schönes Disney-Ankleidezimmer. Ja, weiße Wände sind jetzt nicht so spannend, ne?
So, dann gehen wir weiter. Dann kommen wir hier in unser erstes Badezimmer. Es gibt so ein bisschen Licht. Genau. Glühbirne ist ein bisschen kaputt. Dann haben wir hier eine ebenerdige Dusche. Genau. Ich sag mal genau. Ja, ich muss sagen, ich würde mir nie wieder eine ebenerdige Dusche holen. Diese Fliesen auch noch, die Vermieter hier eingebaut haben, sind so rau. Und der Kalk sammelt sich in den Ecken, man bekommt den Boden kaum sauber. Also es ist schon anstrengend, den Boden zu saugen. Ich musste den immer schrubben. Genau, dann kommen wir, da geht es gleich hoch, in das Zimmer meines Freundes, das bekannte Raucher-Zockerzimmer. Und man sieht, dass er hier geraucht hat. Da hing ein Bild unschwer zu erkennen. Genau, also hier hat er seine Freizeit verbracht. Und wir haben die Wohnung damals gestrichen, deswegen müssen wir auch jetzt nicht streichen. Auch nicht dieses Raucherzimmer. Was ich noch machen musste, ist hier alles sauber machen, weiß wieder weiß bekommen. Gab so Nikotinreiniger bei Amazon, die Türen halt einmal sauber machen und die Stecker und so. Das hier ging nicht so gut ab vom Thermostat. Na, hier ist überall Fußbodenheizung, das vermisse ich jetzt schon in meiner neuen Wohnung. Da werden meine Füße doch schon schnell kalt. So, hier ist so ein Heizungsraum, hier ist sogar noch Licht. Und da stand die Waschmaschine und der Trockner und da könnte man auch noch eine. Also unsere erste Waschmaschine stand da, dann unsere andere stand hier. Und ja, also so eine kleine Abstellkammer war sehr praktisch. Dann kommen wir zum Gäste-WC mit Pissoir. Ich weiß nicht, das war, haben wir nie benutzt. Das musste man aber irgendwie immer zwischendurch mal sauber halten. Genau, die Spiegel haben die Vermieter uns gekauft, deswegen bleibt alles dran. Dann kommen wir in den Wohn-Essbereich. Hier hatten wir eine kleine Abstellkammer, werde ich auch tierisch vermissen. Hier hat echt viel reingepasst. Die Regale haben wir jetzt den Nachmietern überlassen. Die haben wir damals dran gemacht und ja, die bleiben einfach jetzt hier, weil ich habe jetzt keine Verwendung dafür. Und dann haben sie schon mal was. Und ja, da war unser großes Wohnzimmer. Da hatten wir die Couch, den Fernseher. Ja, und jetzt kommen wir zum Prachtstück dieser Wohnung, die Küche. Die hat mein Freund damals gekauft und ja, die Nachmieter haben sie zum Glück abgekauft, weil sie perfekt in diese Wohnung passt. Da stand mein Kühlschrank, den durfte ich dann mitnehmen, weil wie gesagt, wir hatten eine klare Trennung, was Möbel angeht, mit meinem Freund, mir und dir, damit wir, wenn wir uns trennen sollten oder so, klare Verhältnisse haben, wer was mitnimmt. Deswegen Kühlschrank bei mir, durfte jetzt mit, aber die Küche bleibt hier. Und ja, die werde ich sehr vermissen. So viel Stauraum und ja. Hier, das kann ich noch umdrehen für die Nachmieter. So, sieht schöner aus. Ja, die Küche werde ich schon vermissen mit dem Stauraum. Ich weiß nicht, was mit den Schubladen hier los ist. Die muss man immer ein bisschen nachdrücken. Ja, also eine sehr, sehr schöne Küche. Meine wird jetzt deutlich kleiner. Das werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Video sehen, wie meine neue Küche dann aussehen wird. Aber gut, Preisverhältnis kann man so gar nicht vergleichen mit der Küche hier und mit der neuen in der neuen Wohnung. Ja, gehen wir noch schnell hoch. Ja, wir haben hier 150 Quadratmeter gehabt, 5 Zimmer, Dachterrasse kommt jetzt noch und also von der Lage her ist die Wohnung nicht so toll, weil, ja, am Arsch der Heide, zeige ich euch gleich einen Ausblick. Ja, hier war meine Nähecke, Stoffecke, aber hier gibt es auch Küchenanschlüsse, wie man sehen kann. Der Grund, also die Idee der Vermieter war, wenn man draußen auf der Dachterrasse grillt, kann man hier sich so eine Kochnische, Küchennische einbauen. Und dann könnte man direkt hier abspülen etc. pp. Haben wir nie benutzt, die von gegenüber, also es ist ja ein Doppelhaus mit 4 Parteien, also unter uns wohnt jemand und dann über uns, also über den wohnen wir, da haben wir gewohnt und auf der anderen Seite ist genau dasselbe Spiel, nur spiegelverkehrt und die haben es auch nie benutzt. Also
Ja, das Gimmick, das bleibt hier. Das haben die Nachmieter abgekauft, den Router. Gehen wir erstmal rechts rum. Hier war unser, in Anführungszeichen, Keller. Hier ist auch noch Licht. Oh, hier müsste man auch noch saugen, fällt mir gerade auf. Das mache ich gleich noch. Ja, hier ist ein Dachboden, der zählt auch nicht zur Quadratmetergröße. Der ist einfach nur als Zusatz, ne? Genau, war eine sehr, sehr willkommene Abstellkammer. Großzügig genutzt, aber ja, habe ich jetzt auch nicht mehr. So, und hier kommen wir zum zweiten Bad mit Badewanne. Und dann kommen wir zum Schlafzimmer meines Freundes. Wir haben getrennt geschlafen. Und hier ist eine Fußbodenheizung an, also ein bisschen warm drin. Ja, da stand sein Bett. Ansonsten war hier nicht viel in dem Zimmer. Das war eher so provisorisch alles eingerichtet. Aber jetzt kommen wir zum Herzstück der Wohnung, der Dachterrasse. 40 Quadratmeter groß. Na, das ist noch die Internetvorrichtung, die bleibt hier stehen. Ja, also wirklich eine traumhafte Dachterrasse im Sommer vor allem. Hatte ich hier meinen Pool, super viele Pflanzen. Ja, und ihr seht, grün. Also es ist wirklich am Arsch der Heide. Mein Freund hat immer gesagt, die Wohnung einfach in der Stadt platzieren wäre unser Traum gewesen, aber das wäre dann wahrscheinlich unbezahlbar, weil ja, es war schon teuer, also es war hier auch schon teuer für die Größe, aber es ist halt Neubau gewesen. Jetzt habe ich den Boden wieder dreckig gemacht, das ist ja einsame Spitze. Ja, das war, jetzt muss ich gleich nochmal einen Lappen holen, na toll. Aber ich muss ja eh den Sauger nochmal hier hochholen für die Abstellkammer. Ja, das war die kleine Roomtour hier in meiner alten Wohnung. Es ist wirklich, also es ist jetzt so, dass ich hier ausziehe. Viele fragen mich, ob oh, bist du nicht traurig, so eine tolle Wohnung? Ja, es ist eine tolle Wohnung. Aber alleine hätte ich sie mir nicht leisten können. Und mein Freund, wie gesagt, ist jetzt in der Schweiz. Das ist so. Wir können es nicht ändern. Ich muss das Beste aus meiner neuen Wohnung machen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das hinkriege. Also klar, es ist eine Traumwohnung. Ohne Frage, aber jetzt ist es vorbei, die Zeit hier in der tollen Wohnung und man muss nach vorne schauen. Das denke ich immer so und dran, oh, es war so schön hier und oh, es hat so viel Platz und bringt nichts. Die Wiese ist ausmisten und die neue Wohnung so schön es geht machen. Genau. Und damit verabschiede ich mich heute bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja eher so ein Laber-Video diesmal, wo ich nur gelabert und gelabert und gelabert habe, aber muss auch mal sein. Im nächsten Video zeige ich euch dann meine neue Küche und den Status in meiner neuen Wohnung und was noch so anfällt, genau. Also wenn es euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Apropos, der Haul kommt auch noch bald online, der Januar-Haul in meinem Chaos.